Dann schaue ich mich nochmal um, was wir hier noch machen können. Da haben wir noch die beiden Rebellendamen. Wollen die vielleicht noch irgendwas? Brauchen die irgendwas? Außer natürlich einen männlichen Rufus. Hallo, hallo ihr Damen. Zwei Grazien. Du schon wieder. Was willst du? Ja, ich, ach so. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Ja, das können sie doch mal, was? Oh, außerdem? Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Wer ist denn bloß der neue General? Frage ich mich. Kennt man den? Womöglich Ulysses? Keine Ahnung. So, außerdem, Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten, och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Die brauchen ein Squad-Emblem. Was könnte man denn nehmen als Squad-Emblem? Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Ich sag nicht, ich klicke einfach nur. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Das ist schwierig. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja! Private. Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein. Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Die ist auch mit allem unzufrieden, immer nur am Mäkeln. Ist doch kein Wunder, dass Bo so deprimiert zu Hause liegt, wenn er so einen Feuerdrachen als Alter hat. Na Mann. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Ich mag die ja, also ich hab die nicht so gerne. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Ein Motiv für ein Squad-Tattoo. Haben wir irgendwas dabei in der Richtung? Vielleicht, ich meine ja nur, eventuell könnte man nicht... Ich meine nur, es könnte ja klappen, eventuell. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ein Babyfon? Was willst du uns damit sagen? Dass wir zahnlose Babys sind? Nein, nein, ihr habt Zähne, keine Frage. Wenn du Beweise brauchst, kann ich dir gerne den Arm abbeißen. Wäre nicht das erste Mal. Das hat ja nicht so gut geklappt. Vielleicht ein Liebesbrief? Ich habe einen Brief für dich. Von Bozo? Genau. Ich habe jetzt keine Zeit für Rührseligkeiten. Ich muss mir ein Motiv für unser Squad-Tattoo überlegen. Okay, die brauchen auf jeden Fall ein Motiv. Druckerschwärz, damit können sie schon mal aufmalen. Nein, danke. Tinte haben wir genug. Was uns fehlt, ist das Motiv. Okay, wir müssen definitiv irgendwo ein Motiv herkriegen. Aber woher? Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden.
Ein leeres Blatt Papier? Was willst du uns damit sagen? Sind wir Luft für dich? Luft ist auch wichtig. Nicht, wenn man keine Lungenflügel mehr hat. Die ist aber auch so burschikos, die Alte. Wie was mit Irk? Das ist ein super Tattoo. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ein Irk. Wofür soll das stehen? Für irgendwas Harmloses. Das schreibt sich mit I, wie Intensivstation. Boah, ist die schlimm. Hier, bitteschön, Antennengabel. Nein, das eignet sich nicht als Motiv für ihr Squad-Tattoo. Ist noch zu lässig. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir ein Tattoo-Motiv herkriegen sollen, auch nur ansatzweise. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja. Die Alte, da kann ich auch nicht fragen. Ich gebe nochmal ganz schnell das Schild an Goon. Sprosse! Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch! So, gehen wir das Schild mal eben hin, aber das hat ja nicht geklappt. Aber ich mach's trotzdem, ich stell's nochmal nach gerade. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kanalisation gibt es nur 5 Slotti. Da reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen aus. Wie jetzt? Du hast eine Solo-Karriere gestartet? Wir hatten doch noch Ziele mit der Band. Okay, der wollte ja nicht. Vielleicht können wir ja das Schild hier an ihn ergeben. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Natürlich, das hatten wir schon mal. Das Äffchen vielleicht einen neuen Job. Geht nicht? Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist, der auch so gut fangen kann wie ich, wäre das ziemlich witzlos. Der kann ja mit dem Kopf fangen, das wäre schon ganz witzig. Hier oben kommen wir auch nirgends rum, ne? Was ist das da oben? Heizstrahler? Eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhlbrand geworden? Wo war es doch gleich zu kalt? Ach ja, drüben bei den Monstern. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andern Mal. Vielleicht. Okay, dieser blöde Kuhn. Ich hasse diesen Penner. Der will mir den Heizstrahler nicht borgen. Dieser Anti-Mensch. Was ist das denn da? Wagenheber, das sehe ich ja jetzt erst. Das führt mich sicherlich im gesamten Spiel komplett weiter. Ich krieg den Wagenheber bestimmt eh nicht. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich... Kurbulenzen und Partner. Okay, das geht nicht. Zum Rohrwald, da war ja auch nix. Hier ist irgendwie so ein Dingens. Boah, ich hänge hier echt ein bisschen fest gerade, ne? Hier, ach, das ist zum Rohrwald da immer noch. Was ist das da? Kurbelauswurfknopf. Klick, klick, klick. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Ach, das ist wahrscheinlich für da. Und hier ist auch nichts. Haben wir mit dem schon geredet, hier in dieser Version des Safe Games? Ach komm schon. Ich will das Äffchen tanzen sehen. Keine 5 Slotti, keine Show. Keine 5 Slotti, keine Show. Okay, wenn wir keine 5 Slotti... Die Funtexe. Wollte, dass wir da drin irgendeinen Scheiß holen? Und am Türsteher kommen wir nicht vorbei. Was wollte der nochmal? Mit solchen Typen kann man nicht fahren. Die kennen... Ja. Irisch. Ja. Mit solchen... Ja, Irisch. Irisch. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Tja, du hast mich ertappt. Ach ja. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Okay, das klappt dann nicht so gut. Und hier unten, das Ding war ja auch nix. Hansel! Na, da habe ich mir was eingebrockt. Hansel? So geht das nicht. Onkel Rufus muss jetzt dringend in den Pub. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab. Und Durst hat er auch. Nicht Leine lassen. Nicht Leine lassen, nicht Leine lassen. Ihr könnt mir doch nicht ewig am Fuß kleben. Werdet ihr denn nicht mal müde? Ehrlich gesagt sind wir wirklich schon lange reif fürs Bett. Na dann los!
Haut euch aufs Ohr. Und wo bitte sollen wir uns hinlegen? Ach, ist doch nicht mein Problem. Oh doch, das ist es. Entweder sie bringen uns richtig zu Bett oder wir laufen einfach immer weiter hinter ihnen her. Ja, dann da drin ist doch bestimmt ein Bett frei. Naja, gut, wahrscheinlich nicht. Das würde ich aus dem gar nicht... Also, das kann ich gar nicht zulassen. Also, wir brauchen den Heizstrahler. Da kommen wir aber nicht ran, solange der Goon uns nicht lässt. Können wir dem Goon sonst irgendwas Gutes tun? Haben wir hier vielleicht noch irgendwas dabei? Ich kann ja einfach mal alles in die Dingens geben. Okay, das Babyfon werden wir bestimmt für den Widerstand brauchen. Ich könnte es trotzdem mal nach... Oder für die Kinder unten. Ich probiere mal. Mal gucken, was passiert. So. Die Antenne natürlich auch. Nur mal so testweise. Den Brief werden wir wahrscheinlich hier oben brauchen. Weil wir unten ja keine Angehörigen von Boso haben. Deswegen behalte ich den Brief mal ausnahmsweise. Andererseits, weißt du was, wir können da sofort wieder zurückspulen. Deswegen gebe ich erstmal alles nach unten. Und gucke mal, was wir vielleicht damit anfangen können, mit dem Krempel, den wir haben. Ein Babyfon, guck mal, Kinder. Ich hab die geile Idee. Ich gebe euch mein Babyfon. Dann könnt ihr mich immer kontaktieren, falls mal was ist. Nicht nötig. Wir bleiben einfach direkt hinter ihnen. Das ist sicherer. Holt euch lieber nochmal eine zweite Meinung ein. Gut, das mit dem Babyfon hat ja super geklappt. Ich hab die geile Idee. Musste ich gerade schon schmunzeln. Was passiert eigentlich, wenn ich da? Bestimmt das Gleiche, ne? Hallo? Ah! Das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Das kann er doch gar nicht wissen. Der hat zum ersten Mal da angerufen. Hahaha. Kinder, Druckerschwärze. Wollt ihr mit Fingerfarben malen? Ist das etwa Druckerschwärze? Ja, kann sein, na und? Aber Herr Rufus, Druckerschwärze ist doch giftig. Was? Unsinn. Na doch. Die darin enthaltenen Lösungsmittel können die Nervenbahnen empfindlich schädigen. Also ich habe die als Kind dauernd benutzt. Da ist ja nichts passiert, wie man sieht. Hey, ach so, mit dem kann man ja nicht verhandeln wegen Irisch. Äffchen. Ich habe mal gehört, dass es Affen gibt, die richtige Bilder malen. Aber es muss auch diese herkömmlichen Affen geben, die bei der Müllabfuhr arbeiten und so. Ach ja, Drehorgelspieler. Ich mag vielleicht keine 5 Slotti haben. Dafür habe ich aber das hier. Gib dir keine Mühe, Junge. Die Show kostet 5 Slotti. Na gut, das klappt nicht. Sprotze. So, probieren wir. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Ja, probieren wir es nochmal damit. Hier vielleicht ein Babyfon. Wenn ihr irgendwelche Pläne habt oder so, dann ist jetzt die Zeit. Ich habe eine Idee. Ich gebe euch mein Babyfon. So können wir immer miteinander in Verbindung bleiben. Was? Nein, alles. Nur das nicht. Aber gut. Ich sagte nein. Da will wohl jemand nicht dauernd in Verbindung bleiben. Ich verstehe es einfach nicht. Die Antenne vielleicht? Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Ja, vielleicht können sie aber RTL 2 gucken. Das passt dann. So, vielleicht hier? Ich kenne jemanden bei der Zeitung. Da könnten wir einen Spendenaufruf für euch einsetzen. Spenden? Du tust ja gerade so, als wären wir soziale Notfälle. Sprich es doch ruhig aus. Ihr seid Penner. Also das finde ich jetzt aber ein bisschen hart, Rufus. Die kuscheln da sehr schön, haben sogar einen Heizstrahler. In der Kanalisation kann sich das nicht jeder leisten. Wir sind, die sind Könige unter den Pennern. Ich kenne jemanden bei der Zeitung. Da könnten wir spenden. Ja. Boah, der ist aber gemein. Hier vielleicht ein Brief? Das wird ja jämmerliches... Na, wer weiß. Vielleicht ein Irk? Ich kenne jemanden, da könnten... Ist ja im antiken Sinne tragisch. Da haben zwei liebende Herzen einander gefunden. Und das in diesem Dreckloch. Mein Entschluss ist unumstößlich. Ich werde ihnen helfen. Oh mein Gott, mir schwant fürchterliches. Aber mit den Sachen, die wir haben, können wir bisher nicht helfen. Das ist natürlich doof. Geh ich nochmal runter. Und vielleicht die Kinder ein Briefchen? Soll ich euch was vorlesen? Au ja. Vorlesen. Sehr freundlich, Herr Rufus, aber hier geht das nicht. Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Oh, der ist so böse, der ist so böse.
Jetzt haben wir den ganzen Krempel da. Klopf? Hallo? Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Ach so. Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Niedliches Pelztier. Eigentlich wollte ich dir mir die Sachen geben, aber das scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht ein Babyfon für das niedliche Pelztier? Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um. Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Huhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann will ich lachen. Einen Abdruck können wir tatsächlich machen. Fällt mir gerade auf. Klopf, klopf. Hallo. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey! Na, der wird sich ja bedanken. Was soll denn da? Menno, reg dich. Ich wollte bitte... Aber ruhig. Hör mir nicht so... Okay, ein... Vielleicht, ich weiß nicht, ob... Also... Oh, was tun Sie denn da? Sie... Brane. Na doch. Na, nun mal lang. Aufhören. Machen Sie da keinen Grund gleich... Hat er denn jetzt einen Abdruck oder nicht? Und? Was? Es war so... Und ich glaube... Du bist doch nur das Nächste. Dann wirst du... Uhu. Und dann... Ich glaube, wir haben keinen Abdruck. Ich probiere es mal mit dem Teer, also mit der Druckerschwärze. Klopf, klopf. Was denn hier? Ich wollte... Nein, hey. So? Was soll denn das? Menno, reg dich. Ja. Wenn das überhaupt... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Sonst haben wir 10.000 Mal den Dialog gehört. Oh, was tun Sie denn da? Wie? Gar nicht. Na doch. Nein, nun mal auf. Machen Sie keinen Grund. Das klappt ja super. Und? Was war sie hier? Und ich? Ich glaube, du bist doch nur das Nächste. Dann wirst du... Uhu. Und dann? Okay, das funktioniert nicht so gut. Es sei denn, wir machen mal das hier. Ach! Geschwärztes Papier. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Okay, kann ich damit vielleicht... Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er das Original haben kann? Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige... Flöten gehen können. Okay, An diesem Babyfon fehlt eindeutig die Faxfunktion. Kann sein, dass ich in dieser Hinsicht verwöhnt war. Aber ich habe sie oft benutzt, wenn mein Dad wieder mal tagelang beim Bowlen war. Beim Dieter Bowlen, oder was? Nee, auf jeden Fall, Fax ist ja so 90er inzwischen, weißt du? Radio killed the print media star. Oh, Gottes Willen. Würde ich Irko heißen? So. Wer braucht schon eine Bill? Jeder. Okay, vielleicht können wir jetzt, warte mal. Klopf, klopf. Hallo. Ich... Hä? Das lässt mir keine Ruhe. Was soll denn das? Menno, reg dich. Aber ruhig. Aber wir können doch jetzt keinen Abdruck vom... Und dann den Kindern zeigen, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Oh, was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Aufhören, machen Sie keinen Grund gleich so. Nichts klappt. Und? Haben Sie jetzt einen Beweis? Und ab. Hä? Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ein kuscheliges Wollschnabeltier, ein zückes Miezekätzchen, ein niedlicher Welpe, eine zierliche Zauberelfe. Eine zierliche Zauberelfe. Das soll eine Elfe sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, naja, die sind da. Es war eine Elfe. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt... Wir haben jetzt wirklich einen Abdruck, aber von was? Das ist doch nicht... Nee, das ist doch nicht... Ich bleibe dabei. Es war eine Elfe. Ja, muss es wohl gewesen sein. Und jetzt... Jetzt muss ich leider feststellen, dass ich glaube, ich den Tiefpunkt in meiner Adventure-Karriere erreicht habe. Ich glaube, ich habe noch nie einen Tintenabdruck vom...
ja, sagen wir mal, vom lustigen Nacktmull eines dicklichen älteren Pädophilen in einem dunklen Bus gemacht und den anschließend kleinen Kindern gezeigt. Alter, das hört sich so falsch an. Ich hoffe, meine Mutter wird das hier nie sehen. Es ist mir... Also ich... Wer denkt sich denn sowas aus, Mann? Das... Sorry, das geht nicht.